Grüß Gott, wir begrüßen euch herzlich an der Schülerzeitungsschule Tauberbischofsheim. Schülerzeitungsschule deswegen, weil wir ein Verbund sind von mehreren Schularten, mehreren Schulen, zum Beispiel auch das Gymnasium ist dabei. Und konkret hier sind wir am Wirtschaftsgymnasium Tauberbischofsheim. Ich möchte euch jetzt kurz die Mitglieder, die Redaktionsmitglieder vorstellen. Das ist Chefredakteurin. Der eine Chefredakteurin, Lydia, das ist Jakob, Redaktionsmitglied, und das ist die zweite Chefredakteurin, Miriam. So, und jetzt wäre von deiner Seite aus dran, darzustellen, wie die Schülerzeitung aufgebaut ist, was wir hier machen. Ja, ich möchte noch kurz den Herrn Schenk vorstellen, das ist unser beratender Lehrer und er hat für uns die Verantwortung. Ja, also die Schülerzeitung, wir sind seit 3 Jahren eine Online-Schülerzeitung und jetzt unter dieser Internetadresse aufzufinden. Und jetzt möchte ich euch kurz mal einen Lieblingsartikel von mir vorstellen, der auf der 3. Online-Ausgabe zu finden ist. Und zwar von einem Auslandsjahr in Indien, der hier zu finden ist, nach dem Abitur ab ins Ausland, ein Jahr Indien. Der ist sehr interessant geschildert von dem Leben in Indien und der anderen Kultur, die da eben ist. Der Artikel hat auch noch eine Fortführung. Und zwar hier ist noch der zweite Artikel, der genauso interessant ist, auch mit der gleichen Autorin. Gut, vielen Dank, Lydia. Und jetzt stelle ich kurz meine Homepage dar, wo ihr die Materialien findet. Ihr habt hier eine Portalseite, also beide Farben, also mein Logo, dann das der Schülerzeitung, was ja gerade Lydia gezeigt hat. So, und jetzt Lydia ist Expertin, jetzt gehen wir rein bei mir. So. Das ist jetzt wichtig, das ist die Startseite. Da würde ich euch als Abiturient raten, immer drauf zu gehen, das ist das Einfachste. Und kleine Information, wenn ihr weitere Details oder weitere Materialien zu Deutsch, hier Deutsch anklicken und immer hier mit der linken Menüführung arbeiten. Aber wir sind jetzt bei der Startseite. Hier Februar, also neue Sachen, hier ist das Buch vorgestellt. So, und hier kommen dann die Neuigkeiten, werden gezeigt. Hier wird erklärt, ganz, ganz schnell, ihr seht ja dann, wer auf der Startseite seid, warum wir das Ganze machen. So, und jetzt wichtig, schriftliches Deutschabitur 2010. Pflichtlektüre, Schiller, Räuber. Dann wäre noch Kohlhaas und jetzt 1.3 ist der Prozess. Heute zeigen wir ja den Inhalt auf vom Prozess. Und jetzt kleiner Tipp, was sehr sinnvoll ist, von meinen Schülern gemacht, von meinen 13ern, wäre hier Aufbau des Romans. Gibt einen sehr, sehr, sehr guten Überblick von Katrin Simon gemacht. Aufbau, Raum und Zeit. Ja, strukturiert Inhalt, Groteske und so weiter. Und den zweiten Artikel, den ich empfehlen würde, wäre Auswirkungen des Prozesses. So. Und vom Dominik Öhm. Und hier bekommt ihr einen relativ guten Überblick über den gesamten Roman. Gut. Und jetzt ist Miriam dran und wird euch einen Überblick über das gesamte Werk geben, die Personen. Genau, fangen wir auch gleich an. Und zwar hiermit. Also das ist ein ganz kurzer Überblick über die Figurenkonstellation im Roman. Und da steht natürlich Josef K. im Zentrum. Kurz zu Josef K. Josef K. ist Prokurist in einer Bank und trägt einen ständigen Konkurrenzkampf mit dem Direktorstellvertreter aus. Die Bank verliert durch seine Verhaftung immer mehr an Stellenwert. Und er führte eigentlich bis zum Eingreifen des Gerichts ein streng geregeltes und durchorganisiertes Leben. Er ist nicht so der Familientyp, das heißt, er liegt halt einfach nicht so viel an seiner Familie. Und äußerlich und verbal gibt er eben vor, kein Interesse dem Gericht gegenüber zu haben. Aber eigentlich beschäftigt er sich mehr damit, als er eigentlich selbst zu glauben scheint.
Ja, hier Frau Krubach. Frau Krubach ist so eine Art Ersatzmutter für Karl. Zum einen wegen der etwas einfälligen Einstellung, aber auch zum anderen wegen den gegensätzlichen Meinungen zwischen den zwei. Sie ist die Pensionswirtin und sieht Karl als ihren besten und liebsten Mieter. Aber sie bespitzelt und beurteilt ihre Gäste auch nur gern. Dann die Fräulein Bürstner. Fräulein Bürstner ist die Mieterin von Frau Krubachs Wohnung und Sekretärin. Sie geht gerne aus und kommt halt eben auch dementsprechend spät nach Hause. Sie zeigt ein auffälliges Interesse an Gerichtssachen, aber man weiß eben nicht, ob sie jetzt Karls privatem Umfeld oder eben dem Gericht zuzuordnen ist. Und sie hat gerade auch im zweiten Kapitel animalische Züge. Dann Elsa. Die Elsa arbeitet abends als Kellnerin und verbringt die Tage im Bett. Sie wird von Karl einmal pro Woche besucht, aber sie tritt nie persönlich auf und ist, wie auch da steht, die geliebte Karls. Nun zur Frau des Gerichtsdieners. Die Frau des Gerichtsdieners ist eine sehr hübsche Frau und sie gilt als Verfügungsobjekt, weil ihr Mann lässt sie immer durch den Studenten zum Untersuchungsrichter tragen, aber man muss auch dazu sagen, dass sie sich eigentlich gar nicht dagegen zur Wehr setzt. Sie ist ein Opfer der Machtstrukturen und ein ausbeutbares Wesen. In ihrem Wohnzimmer finden regelmäßig Sitzungen statt und sie wirkt verlockend auf Karl, sowohl körperlich, aber auch durch die Beziehungen zum Untersuchungsrichter. Sie bietet sich voll und ganz an und verbindet dies auch mit dem Angebot der Hilfe. Nun zu Leni. Leni ist die Pflegerin und Haushälterin des Advokaten und die geliebte Karls. Sie hat auch Verhältnisse zu Advokaten und anderen Klienten, aber sie interessiert sich eigentlich weniger für die Gerichtssachen als eigentlich für die männlichen Personen. Sie verfügt über gerichtliches Wissen, berät Karl und versucht ihn auch zu überreden, sich dann eben schuldig zu bekennen und bietet fortan ihre Hilfe an. Der Advokat Huld. Advokat Huld ist ein Schulkollege von Karls Onkel und der einzige Rechtsanwalt im Roman. Er verfügt über gute Verbindungen zum Gericht, er erzielt allerdings keine Fortschritte im Karls Prozess. Der Maler Titorelli. Der Maler Titorelli lebt in einer armen Gegend der Vorstadt und hat ein Zimmer unter dem Dach, welches ihm eben vom Gericht zur Verfügung gestellt wurde. Er ist in der Lage, verschiedene Handlungsmöglichkeiten genau zu beschreiben und bietet Karl eben auch seine Hilfe an. Dann der Geistliche und der Gefängniskaplan. Der Geistliche macht eigentlich Karl klar, dass es eben um seinen Prozess schlecht steht, weil er zu viel fremde Hilfe in Anspruch nimmt und vor allem eben von Frau und sich schlecht verhält. Er flößt Karl Vertrauen ein und erzählt ihm die Türhüterlegende, welches eigentlich so die Gedanken, nee, die Handlungen und die Situation von Karl widerspiegelt. Nur noch zum Direktor. Der Direktor könnte möglicherweise eine Vaterfigur für Karl darstellen, weil er sich um Karl sorgt und ihm eben auch tatkräftig zur Seite steht. Es ist ein alter, kränklicher Mann, der immer mehr an Macht eben an seinen Stellvertreter verliert. Der Direktor-Stellvertreter ist Karls Rivale. Die befinden sich die ganze Zeit im ständigen Konkurrenzkampf. Und dadurch, dass Josef Karl sich immer mehr auf den Prozess konzentriert, verliert er natürlich immer mehr Einfluss und Macht eben an den Stellvertreter. Und ja, dann Rabensteiner, Kamina und Kullig. Das sind kleine Beamten der Bank und Karls Untergebene und sie dienen bei der Verhaftung als Zeugen. Das war jetzt ein kurzer Überblick über die wichtigsten Personen im Roman. Gut, also vielen Dank, Miriam. Ich denke, das ist jetzt relativ klar geworden, das Überblick. Das bleibt auch hinten dran. Und wir legen jetzt los mit dem Inhalt. Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Ich muss jetzt vorstellen, es ist morgens, es ist sein Geburtstag und er wartet aufs Frühstück, er läutet und es kommt ein Mann, was ihn sehr irritiert und er sagt, Anna soll das Frühstück bringen. Er hört ein Gelächter im Nebenzimmer und ist einfach schon empört. Er geht in einen Raum rein und einer dieser Männer sagt, sie hätten im Zimmer bleiben sollen. Und dieser Mann sagt weiter, Sie dürfen nicht weggehen, Sie sind ja gefangen. Es sieht so aus. Und warum denn? Wir sind nicht dazu bestellt, Ihnen das zu sagen. Gehen Sie in Ihr Zimmer und warten Sie.
Das Verfahren ist nun mal eingeleitet und Sie werden alles zur richtigen Zeit erfahren. Und jetzt sind diese Personen von dem Gericht, diese zwei, relativ unverschämt. Sie sagen, oh, komm, gib uns lieber deine Kleider, als anstatt sie ins Depot zu geben. Und auffallend ist für Josef K., er kann in Anwesenheit dieser Person gar nicht mehr vernünftig denken. Er fragt sich, welche Behörde gehören die wohl an? Wir leben doch in einem Rechtsstaat, das gibt's doch gar nicht. Er will sich legitimieren, findet nur den Radfahrausweis, wo er sich legitimieren könnte, findet dann noch die Geburtsurkunde und will diese dann oder zeigt sie dann diesen Personen. Hier sind meine Legitimationspapiere. Zeigen Sie mir jetzt die Ihrigen und vor allem den Verhaftbefehl. Du lieber Himmel, dass Sie sich in Ihre Lage nicht fügen können und dass Sie es darauf angelegt zu haben scheinen, uns, die wir Ihnen jetzt wahrscheinlich von allen Ihren Mitmenschen am nächsten stehen, nutzlos zu reizen. Es gibt darin keinen Irrtum. Unsere Behörde, soweit ich sie kenne, und ich kenne nur die niedrigsten gerade, sucht doch nicht etwa die Schuld in der Bevölkerung, sondern wir, wie es im Gesetz heißt, von der Schuld angezogen und muss uns Wächter ausschicken. Das ist Gesetz. Wo gäbe es da ein Irrtum? Dieses Gesetz kenne ich nicht. Desto schlimmer für Sie. Sie, Willem, er gibt zu, er kenne das Gesetz nicht und behauptet gleichzeitig schuldlos zu sein. Josef K. ist total irritiert. Der Frühstück ist abgefangen worden, er hat Hunger, er sitzt nun in seinem Zimmer und plötzlich hört er den Ruf des Aufsehers oder die Information, der Aufseher ruft sie. Vor Schreck, als er das hört, schlägt das Glas, das er gerade in der Hand hält zum Trinken, ihm an die Zähne. Diese zwei Männer geben ihm nun die Anweisung, welche Kleidung er tragen soll, also einen schwarzen Rock. Und nun geht er durch den Vorzimmer in den Raum von Fräulein Bürstner. Sie ist eine Schreibmaschinistin, also wir würden sagen Sekretärin. Er kennt sie eigentlich kaum oder fast gar nicht. Und er tritt in den Raum ein und stellt fest, an dem Nachttisch sitzt dieser Aufseher da hinten dran. Er sieht dann drei Männer, die er nun nebenbei wahrnimmt, die an den Fotografien der Frau Fräulein Bürstner sich zu schaffen machen. Und der Aufseher sagt zu ihm, Sie sind doch relativ überrascht über das, was jetzt hier passiert ist. Und Josef K. sagt, naja, schon ein wenig. Und jetzt kommt seine Logik. Ich folgere das daraus, dass ich angeklagt bin, aber nicht die geringste Schuld auffinden kann, wegen derer man mich anklagen könnte. Aber auch das ist nebensächlich. Die Hauptfrage ist, von wem bin ich angeklagt? Wenn ich nun also Ihre Frage nicht beantworten kann, so kann ich Ihnen doch raten, denken Sie weniger an uns und an das, was mit Ihnen geschehen wird. Denken Sie lieber mehr an sich und machen Sie keinen solchen Lärm mit dem Gefühl Ihrer Unschuld. Sie sind verhaftet, gewiss, aber das soll Sie nicht hindern, Ihren Beruf zu erfüllen. Sollen auch in Ihrer gewöhnlichen Lebensweise nicht gehindert sein. Und um Ihnen das zu erleichtern und Ihre Ankunft in der Bank möglichst unauffällig zu machen, habe ich diese drei Herren, Ihre Kollegen, hier zu Ihrer Verfügung gehalten. Jetzt denkt Josef, ja, ich kenne die ja. Er ist überrascht, dass er es nicht schon längst bemerkt hat. Und er geht dann mit diesen von der Bank runter ins Auto und ist auch überrascht, dass er nicht wahrgenommen hat, wie die anderen weggegangen sind.